Liebe Gemeinde, wir haben heute ein Thema, das ich persönlich mit zu den wichtigsten Themen der Bibel überhaupt halte. Ich glaube, dass unsere Welt, die so außer Rand und Band ist, nicht weiß, dass es eine ordnende Kraft im Universum gibt, die die Christen auch den Heiligen Geist nennen. Und dass es notwendig ist, den Geist Gottes wirken zu lassen im eigenen Leben, im Leben der Gemeinde, im Leben dieser Welt. Und dass das einzige Geheimnis der Heilung der Weltordnung die ist, dass der Heilige Geist im Leben von Menschen wirkt und sie im Sinne Gottes verändert. Und darum denken wir heute über ein ganz wesentliches Thema nach, das es wirklich zu beachten gilt. Wir haben gerade gesungen, ich möchte euch das nochmal lesen, habe mir das gerade aufgeschrieben. Werd mich nicht verstecken vor dem, der mich kennt. Werd mich nicht verstecken. Oder führ mich an den schönsten Ort, den ich bisher gefunden habe, deine Gegenwart. Das ist das Thema von heute. Darum geht es. Und ich lese euch als Einleitung einige Bibelverse vor. So eine Mosaiklesung aus verschiedenen Büchern des Neuen Testamentes, vorwiegend aus dem Johannesevangelium. Johannes 10, Vers 10. Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es im Überfluss haben. Johannes 16, Vers 12. Noch vieles hätte ich euch zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht ertragen. Wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, so wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, das wird er reden. Und was zukünftig ist, wird er euch verkündigen. Er wird mich verherrlichen, denn von dem Meinen wird er es nehmen und euch verkündigen. Alles, was der Vater hat, ist mein. Darum habe ich gesagt, dass er von dem Meinen nehmen und euch verkündigen wird. Und Johannes 17, heilige sie in deiner Wahrheit, dein Wort ist die Wahrheit. Und Galater 5, und ich lese da die Neues Leben Bibel. Wenn dagegen der Heilige Geist unser Leben beherrscht, wird er ganz andere Frucht in uns wachsen lassen. Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Nichts davon steht im Widerspruch zum Gesetz. Diejenigen, die zu Christus Jesus gehören, haben die Leidenschaften und Begierden ihrer sündigen Natur an sein Kreuz geschlagen. Wenn wir jetzt durch den Heiligen Geist leben, dann sollten wir auch alle Bereiche unseres Lebens von ihm bestimmen lassen. Soweit diese Mosaiklesung aus dem Neuen Testament. Liebe Gemeinde, wenn man die Worte Jesu und die Worte des Apostel Paulus ernst nimmt, dann werfen ihre Gedanken auf unser aller Leben ein ganz helles Licht. Ich glaube, dass es Gottes Wunsch ist, dass wir das Leben, das uns anvertraut ist, gerne leben. Dass wir wirklich gerne leben in dieser Welt. Mit Freude und mit Engagement, mit festem Vertrauen auf Gott. Ob nun das ganze Leben ein fröhliches Fest ist, das lasse ich mal dahingestellt sein. Aber ein miesepetriges Leben entspricht wahrlich nicht den Absichten Gottes für dich. Und wenn du eher ein negativ denkender Mensch bist, dann bitte ich dich heute mal ganz genau hinzuhören, dass Gott auch für dich diese Planung im Sinn hat, dass du Freude an deinem Leben hast. Weil es ein Leben ist, das Gott dir gegeben hat. Und dieses Leben ist eine Erfüllung, wenn es mit Gott gelebt wird. Wir sollen uns also freuen an dem Leben, das uns der Herr geschenkt hat. Jesus sagt, ich will, dass sie das Leben haben und es in ganzer Fülle haben sollen. Gott ist also bereit, meinem Leben das zu geben, was mir hilft, ein erfülltes Leben zu leben. Gott ist bereit dazu. Die Frage ist, hat Gott meine Aufmerksamkeit, damit dieses Leben auch tatsächlich bei mir ankommt? Und ich kann euch aus meinem eigenen Leben erzählen, dass es Phasen genug gibt, in denen ich mehr geklagt habe als gelobt. In denen ich enttäuschter war vom Leben
als dass ich froh war über mein Leben. Und dass immer wieder Dinge geschehen sind, wo ich mich zurückkämpfen musste in meinem Leben zu diesem Empfinden, dass ich wirklich ein erfülltes Leben von Gott bekommen habe. Nun, ich bin mir darüber im Klaren, dass es in dieser Welt viele Dinge gibt, die um deine Aufmerksamkeit kämpfen. Das kann ein Hobby sein, eine Karriere, das kann eine berufliche Herausforderung sein. Auch ein vollgestopfter Terminkalender kann deine Aufmerksamkeit bekommen. Nun sagt die Bibel aber, dass das Wertvollste deines Lebens dein Herz ist. Der Sprücheschreiber geht sogar so weit, dass er sagt, vor allen anderen Dingen bewahre dein Herz, denn in ihm ist das Leben. Es ist unglaublich spannend, darüber nachzudenken, was wirklich die Aufmerksamkeit meines Herzens hat. Ich glaube, es war Corrie ten Boom, die einmal gesagt hat, wenn der Feind dich nicht zum Sündigen bringen kann, dann hält er dich beschäftigt. Mit anderen Worten, der Feind weiß immer ganz genau, was er tun muss, um deine und meine Aufmerksamkeit zu bekommen. Jeder von uns hat eine schwache Flanke in seinem Leben, in die er gerne reingeht, um deine Aufmerksamkeit zu finden. Was landet nicht alles in der Steuerzentrale deines Herzens? Konstruieren wir doch mal einen Fall. Ich habe mir vorgestellt, dass ein junger Mann, nennen wir ihn mal Freddy. Ich hoffe, es ist kein Freddy heute Morgen hier. Freddy hat keine Beziehung zu Gott. Aber er wird sich bewusst, dass in seinem Leben etwas fehlt. Er hat keine Beziehung zu Gott. Und er begibt sich auf die Suche. Und was er noch nicht weiß, ist, dass der Geist Gottes bereits in seinem Leben wirksam geworden ist. An einer Stelle der Entwicklung führt ihn der Geist Gottes in eine Situation, in der er spürt, ich muss mich für oder gegen Gott entscheiden. Und schließlich tut er das und er bittet Jesus, ihn anzunehmen und seine Sünden zu vergeben. Der Heilige Geist, das muss man wissen, hat für Sünde eine ausgesprochen hohe Sensibilität. Freddy ist nun nicht mehr auf der Suche nach dem Unbekannten, sondern er entdeckt Stück für Stück, wer oder was dieses Etwas ist. Er lernt Jesus kennen. Und was nun beginnt, ist ein unglaubliches Vorrecht der Christen, das sie nicht hoch genug bewerten können. Der Geist führt Freddy weiter und hilft ihm, Erkenntnisse über Gott zu bekommen, zu wachsen, ihn zu unterstützen in der Veränderung seines Lebens. Mehr und mehr beginnt der Geist Gottes, ihm die Wahrheit Gottes hineinzuführen. Das ist das Ziel, was der Geist Gottes mit uns hat. Wir sind also immer geistlich unterwegs. Gott hat Freude daran, wenn wir nach seinem Willen fragen und sagen, Herr, was willst du, dass ich tun soll? Was ist dir für mein Leben in dieser aktuellen Lebenslage wichtig? Wir werden also nie da bleiben können, wo wir gerade sind, weil Leben mit Gott immer ein Leben in der Veränderung ist. Und wisst ihr, manchmal ist es wichtig, nach der nächsten Etappe auf unserer Reise mit Gott danach zu fragen, ohne die Etappe, auf der wir uns gerade befinden, zu vergessen. Ich glaube, dass Gott uns immer von einem Schritt zum nächsten führt, weil er will, dass unser Leben tatsächlich gelingt. In Johannes 16 haben wir gelesen, wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, dann wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Denn, und das ist hochinteressant, er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, das wird er reden und was zukünftig ist, wird er euch verkündigen. Ich glaube, dass wir Christen, wenn wir etwas von Gott verstehen lernen, Anteil nehmen an den Dreieinigkeitsgesprächen Gottes im Himmel. Wenn der Geist Gottes, wie Jesus hier sagt, das redet, was er hören wird, dann bedeutet es nichts anderes, als dass der Geist die Dinge in dein Leben spricht, die auf dem Herzen Gottes sind. Was für ein Geschenk für Menschen, die sich Christen nennen. Das ist das Besondere des Glaubens, dass wir aus Siegen Gewinn tragen können, genauso wie aus Niederlagen. Wir dürfen lernen. In Matthäus 11
lesen wir dieses bekannte Wort: Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Dann werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Ein Theologe aus England hat diesen Vers in die heutige Sprache übersetzt und ich fand es eine unglaublich interessante Übersetzung. Sie lautet folgendermaßen und es ist eine Art Befehlsform, ein Auftrag, der uns hier gegeben wird und lasst uns das einmal so lesen. Nehmt die Last der Verantwortung, die ich euch gebe, auf euch und entdeckt dabei euer Leben und eure Bestimmung. Ich bin gütig und demütig. Ich bin bereit, eine persönliche Beziehung zu euch einzugehen und ich lasse euch beim Lernen die eigene Geschwindigkeit bestimmen. Dann werdet ihr in der Gemeinschaft mit mir den Sinn eures Lebens entdecken. Was für eine wunderbare Wahrheit, liebe Gemeinde. Nehmt die Last der Verantwortung, die ich euch gebe, auf euch und entdeckt dabei euer Leben und eure Bestimmung. Was für ein Geschenk macht uns Gott hier? Er gibt uns das, was wir brauchen, um tatsächlich als Christ in dieser Welt zu leben. Hinter unserem Wirken in dieser Welt, hinter unserem Engagement in dieser Welt, steht also das Wirken Gottes an unseren Herzen im Hintergrund. Immer dann, wenn du einem Menschen im Namen Jesu dienst, steht Gott im Hintergrund, weil er Einfluss auf dein Leben sucht. Der Liederdichter Gerhard Terstegen hat im Jahr 1729, also lange her, ein wunderbares Lied geschrieben und etwas zum Ausdruck gebracht, was mit unserem Thema zu tun hat. Es heißt in diesem Lied: Majestätisch Wesen möchte ich rechtlich preisen und im Geist dir Dienst erweisen. Möchte ich wie die Engel immer vor dir stehen und dich gegenwärtig sehen. Lass mich dir für und für trachten zu gefallen, liebster Gott, in allem. Das ist Wachsen. Wachsen, weil Gott in deinem Leben gegenwärtig ist und du unter seiner Leitung lebst. Das, ihr Lieben, ist Wachstum. Ich habe euch eine kleine Grafik mitgebracht mit den Männchen, den von mir so heiß Geliebten. Ich habe schon, glaube ich, vor 5, 6, 7 Jahren mal diese Reihe gebraucht, aber ich muss sie noch mal hier heranführen, um euch etwas deutlich zu machen. Das war meine Vorstellung von geistlichem Wachstum. Ich werde immer größer. Ich nehme zu. Ich muss abnehmen, er muss wachsen, heißt es bei Johannes. Ja, abnehmen muss ich trotzdem, das stimmt. Aber ich habe im Laufe meines Lebens einen ganz anderen Eindruck von geistlichem Wachstum bekommen. Nächste Folie. Ich glaube, dass in dem Augenblick, wenn Jesus Christus in meinem Leben zu Hause wird, das Wachstum bedeutet, Christus in mir bekommt immer mehr Raum. Er hat immer mehr Möglichkeiten, mein Leben zu beeinflussen. Er kann mich unterstützen oder er kann vielleicht auch einen Stopp setzen, je nachdem, wie es dem in mir wirkenden Christus entspricht. Und ich glaube, dass das der Wunsch Gottes heute Morgen für jeden von uns ist. Wachsen, weil Gott in deinem Leben gegenwärtig ist und du unter seiner Leitung lebst, aber auch wachsen, weil Gott in deinem Herzen redet. Er wird euch in alle Wahrheit leiten. Ich habe mich gefragt, wie macht Gott das eigentlich bei mir? Wie redet er in mein Leben? Gott hat ja unterschiedlichste Wege, das zu tun, aber mir ist aufgefallen, dass in meinem Leben es hauptsächlich zwei Dinge gibt, durch die Gott redet. Das erste, wenn ich mir Zeit nehme, die Bibel zu lesen. Und das tue ich in der Regel jeden Tag. Weil ich davon ausgehe, dass dieses Wort etwas mit meinem Leben zu tun hat. Aber der zweite Weg ist die Stille. Und ich glaube, das haben viele von euch beim Gebetshaus in den letzten Tagen erleben dürfen. Es ist ein unglaubliches Vorrecht,
da oben in einem Raum zu sitzen. Es ist wirklich still um dich und du sprichst mit deinem Gott. Das ist eine unglaubliche Voraussetzung, um Gott zu erfahren und auch im eigenen Leben zu wachsen. Wie sagt Jesus, geh in dein Zimmer und schließ die Tür zu, wenn du betest, und rede mit deinem Vater da, wo keiner dich hört. Schließ die Tür zu. Schließ die Tür zu deinem Handy. Schalt es ab oder lass es zu Hause. Das geht. Das geht. Schließ die Tür zu Kaffee und Plätzchen parallel während des Gebetes zu und verzichte. Schließe die Tür zum Radio. Oder wenn du Betroffener bist, schließe die Tür zur Zigarette. Das Geheimnis liegt im Verzicht. Auch das hat mit uneingeschränkter Aufmerksamkeit zu tun, ihr Lieben. Und Gott sucht sie. Er sucht diese Aufmerksamkeit in uns. Und ich wünsche mir von Herzen, dass wir als Gemeinde uns miteinander ausstrecken nach dem Reden Gottes. Ich wünsche mir von Herzen, dass wir uns gegenseitig im Gebet ermutigen und uns gegenseitig den Rücken stärken. Dass wir einander das Vertrauen aussprechen, weil wir im Gebet überwältigt worden sind von dem, was der Herr für jeden von uns am Kreuz vollbracht hat. Ich wünsche mir, dass wir als Kirche in der Liebe Gottes leben und dass wir füreinander beten. Was für eine Kraft ist das, wenn das geschieht? Und vielleicht geht es euch auch so wie mir. Manchmal gibt es Gebetsanliegen, die sind einem unglaublich wichtig. Und ich bin manchmal von mir selbst überrascht, wie schnell ich diese Gebetsanliegen wieder vergesse. Und dann erinnert mich Gott daran, du wolltest doch eigentlich. Warum tust du es nicht? Ich will das nochmal mit einem Bild ausdrücken. Ich habe hier zwei wunderbare Pflanzen mitgebracht. Diese Pflanzen habe ich hier vor 11 Jahren mitgebracht. Sie schmückte unser Wohnzimmer. Da waren 5 bis 6 Meter lange Triebe. Ja, wie man das so machte, ja, man lässt sie dann durchs ganze Zimmer laufen. Was ist hier passiert? Nun, diese Pflanze steht oben im Sitzungszimmer. Vielleicht hat sie zu viel Negatives gehört in den Verhandlungen und Gesprächen. Nein, Spaß beiseite. Die steht übrigens in meinem Büro. Und vielleicht hat sie viel Gutes gehört in der Zeit. Aber diese Pflanze hatte einfach das Pech, da oben zu stehen. Und jemand hat wahrscheinlich gedacht, irgendjemand kümmert sich drum. Aber irgendjemand war nicht da. Und deswegen hat das Ganze so eine Form angenommen. Nicht nur das Wasser fehlte, sondern auch die Nährstoffe fehlten. Die Voraussetzung zum Wachstum bei dieser Pflanze ist immer noch da. Ich habe mich vorhin erkundigt. Bei Fachleuten. Ja? Also hier sind noch Triebe und das Ganze kann sich noch zum Guten wenden. Aber ist das nicht genau das Bild, das wir aus der Schrift heraus ableiten können, dass Gott uns das gibt, was uns zum Wachstum bringt? Und das tut er, indem er bestimmte Dinge in unser Leben hineinlegt, die uns die Fähigkeit geben, zu wachsen im Glauben. Und dann hast du die Möglichkeit, vielleicht jemand zu sein, der in seinem gewachsenen Glauben ein Segen ist für jemand, der noch auf dem Weg ist, überhaupt Jesus Christus kennenzulernen. Und du weißt, wie man mit Gott lebt. Ein Geschenk, das er dir macht. Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es im Überfluss haben. Und dafür steht eben die zweite Pflanze, grün, saftig, makellos, ein Geschenk von einem Fachmann vor vielen Jahren. Diese Pflanze ist sehr genügsam und braucht ganz wenig Pflege, ihr Glück. Aber wir wollen nicht, dass sie so aussehen wird, wie hier auf der rechten Seite von euch aus gesehen. Und jetzt möchte ich gegen Ende meiner Predigt dich einfach ermutigen, sorge dafür, dass dein Herz das bekommt, was deinen Glauben wachsen lassen kann. Lebe nicht an dem vorbei, was Gott dir eigentlich geben will. Ich lese noch einmal
Galater 5, wenn dagegen der Heilige Geist unser Leben beherrscht, wird er ganz andere Frucht in uns wachsen lassen. Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Nichts davon steht im Widerspruch zum Gesetz. Diejenigen, die zu Christus Jesus gehören, haben die Leidenschaften und Begierden ihrer sündigen Natur an sein Kreuz geschlagen. Wenn wir jetzt durch den Heiligen Geist leben, dann sollten wir auch alle Bereiche unseres Lebens von ihm bestimmen lassen. Der Geist Gottes setzt dir nicht die Pistole auf die Brust, sondern er fragt dich, ob du wachsen willst. Es gibt im Reich Gottes nur freiwilliges Wachstum, niemals erzwungenes. Wenn dagegen der Heilige Geist unser Leben beherrscht, wird er ganz andere Frucht in uns wachsen lassen. 9 Früchte des Heiligen Geistes, 3x3. Ein Zeichen dafür, dass die ganze Dreieinigkeit Gottes an dem Prozess der Reifung deines Glaubens beteiligt ist. Es ist Gott der Vater, der seinen Sohn geschickt hat in diese Welt, um dich zu retten. Es ist Jesus Christus, der sein Leben für dich gegeben hat. Und es ist der Geist Gottes, der sagt, ich will dein Interpret sein, dein Übersetzer. Ich möchte die Dinge, die Gott dir zur Verfügung stellt, in dein Herz legen, damit du wachsen kannst. Darum, 3 Schritte zum Schluss. Gib deine alten Verhaltensmuster auf, wo du entdeckst, dass sie wirklich alt sind und eigentlich gar nicht mehr in dein Leben gehören. Trenne dich von deinem alten Leben. Zerstöre dich nicht selber. Ziehe das alte Leben aus, das du ohne Gott geführt hast. Der 2. Schritt, lass deine Denkweise von Gott verändern. Habe den Mut, das anzusprechen, was angesprochen werden muss. Halte dich nicht zurück. Denn auch das kann eine Taktik des Teufels sein, dass er dir sagt, das hat noch Zeit. Lass mal sein, ist alles gut. Der Geist Gottes ruft dich. Und ein 3. Zieh den neuen Menschen an und eigne dir neue Gewohnheiten mit der Hilfe Gottes an. Du musst das alles nicht allein bewältigen. Jesus Christus hat gesagt, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende dieser Welt. Deswegen sei gesegnet durch den anwesenden Christus in deinem Leben. Was er dir gibt, ist die Fülle des Lebens. Und möge Gott das schenken, dass dein Glaube wächst und du gesegnet bist. Lasst uns aufstehen und miteinander beten, bevor wir noch ein Lied singen. Himmlischer Vater, wir danken dir von ganzem Herzen für diesen wunderbaren Plan, den du gestrickt hast, um uns Menschen zu segnen, unser Leben zu verändern und zu erneuern in deinem Sinn. Danke, dass du diesen Prozess in unserem Leben anstößt und auch durchführst. Und Herr, wir sind heute Morgen hier als fehlbare Menschen, als Menschen, die wissen, was Sünde heißt, als Menschen, die wissen, was Scheitern heißt. Und wir beten darum, Herr, dass du mit deinem Segen uns neu füllst, dass nicht die Niederlage das Sagen in unserem Leben bekommt, sondern der Sieg in dir. Du bist der, der unser Leben kennt. Und wir öffnen uns dir. Und wir beten, Herr, komm in mir wohnen. Lass mein Geist auf Erden dir ein Heiligtum noch werden. Wir beten dich an über allem, was du uns an Segen schenkst. Und wir beten, Herr, um Vergebung, wo wir dir nicht geantwortet haben. Wo wir geschwiegen haben, haben Entwicklungen einfach laufen lassen. Herr, wir möchten neu durchstarten mit dir und beten um die Kraft deines Heiligen Geistes. Segne jeden unter uns, der gerade in Kämpfen verwickelt ist innerlich. Segne diejenigen, die in Krisen geraten sind.
Und segne, Herr, jeden, der auf der Suche ist nach dir, und offenbare du dich. Denn du bist Gott, du bist Herr, und was du gibst, das macht unser Leben reich. So segne uns, und wir danken dir, Herr, unser Leben ist in deiner Hand. Amen. Amen.